जीवन का से कटे तुझ बिन, जीवन का से कटे, जीवन का से कटे तुझ बिन, जीवन का से कटे, रैन कटे मुश्किल से मोरी, रैन कटे मुश्किल से मोरी, गुजरे नाए दिन जीवन का से कटे सजना। Guten Tag, hier ist Ronald Engert von der Zeitschrift Tattva Viveka. Ich möchte euch, liebe Freunde der Tattva Viveka, heute unser Jahrespaket 2013 vorstellen, das wir jetzt als Jahresgesamtpaket zusammengefasst haben, um euch hier einen Sonderpreis zu machen. Ihr bekommt alle vier Hefte für 27 Euro. Und zwar einmal als gedruckte Ausgabe gibt es das Paket und das Paket gibt es auch nochmal als digitale Ausgabe, als PDF. Und da bekommt ihr alle vier Ausgaben als Komplettmagazin und die vier einzelnen Artikel, also alle Artikel einzeln. Und ich stelle euch kurz die Ausgaben vor. Heft 54 erschienen im Februar 2013. Hauptthema: keine Angst vor Sekten. Wir haben mal das Thema gebracht, weil im spirituellen Bereich sehr viele seriöse Gruppierungen diesem Problem oder diesem Vorwurf unterliegen. Die Rosenkreuzer zum Beispiel, ja, oder Professor Dr. Harald Wallach von der Universität in Frankfurt oder von der Viadrina, der auch schon solche Vorwürfen sich stellen musste. Und wir haben hier Artikel von namhaften Leuten, von zwei Professoren, also Soziologen, die keine Professoren, aber Doktor der Soziologie sind, und von Professor Dr. Bessier, der seines Zeichens sogar mal Berater von Helmut Kohl war. Außerdem gibt es in dem Heft Berichte zur Lichtnahrung. Am Anfang war das Licht von Peter Straubinger, der auch diesen Film gemacht hat. Von Bharati Glanert ein Bericht über die Geheimnisse Indiens. Ein Bericht über Hochsensibilität, was ist das? Und eine Nachlese zum Kongress Meditation und Wissenschaft, der 2012 in Berlin stattgefunden hat. Meditation und Wissenschaft, ein sehr hochkarätiger Kongress mit Wissenschaftlern und Praktikern der Meditation. Und außerdem ein Artikel zum Agnihotra-Ritual, das für ökologische Düngung und sehr gute Ernteerträge im Garten oder in der Landwirtschaft steht. Dann Heft 55 ist das Heft zur Gesundheit, Informationsmedizin und mediales Heilen. Ein Bericht unter anderem über die Bergpredigt und Medizin, wie also Jesus sich über Krankheit und Heilung geäußert hat. Wir haben einen Artikel über eben Informationsmedizin, das ist ein sehr moderner Ansatz, demzufolge aus dem Informationsfeld, also nicht materiell, Wirkungen steuerbar sind oder nutzbar sind, um Heilungseffekte im Körper zu erzeugen. Neue Wege in der Medizin, Geistheilung und Placebo-Effekte, dann auch über den Rücken, das Kreuz mit dem Kreuz und Heilung bei den Ureinwohnern, also schamanische und pagane Methoden und Traditionen des schamanischen Heilens. Außerdem ein Bericht über transzendenzoffene Wissenschaft von einem Physiker und ein Beitrag, die Weltrevolution der Seele, vom Vorsitzenden des Deutschen Rosenkreuzerordens.
Und auch nochmal ein Beitrag speziell zur Situation der Sektenhetze bei den Rosenkreuzern. Das ist Heft 55 über die Heilung. Heft 56, die Intelligenz des Herzens. Wir haben hier den Weg der Gefühle, das Herzgehirn und die höhere Einsicht des Herzens mal näher unter die Lupe genommen. Das Herzgehirn zum Beispiel vom Institute of Heart Math in den USA, die sich also speziell mit der Intelligenz des Herzens beschäftigen und dass hier also eine riesige Ansammlung von Nervenzellen auch existiert, die auch mit dem Gehirn in ständiger Wechselwirkung stehen und tatsächlich physiologisch, medizinisch sich zeigen lässt, dass das Herz über den Vagusnerv auch das Gehirn steuert und nicht umgekehrt. Also da ist eine höhere Einsicht, eine höhere Intelligenz vorhanden, wo sogar das Gehirn teilweise untergeordnet ist. Wir haben auch das Thema der Gefühle im Kontext der Gesellschaft von der Soziologin Gabriele Sick näher besprochen. Außerdem gibt es in diesem Heft Berichte zur Nahtoderfahrung nach dem Buch von Dr. Eben Alexander, Blick in die Ewigkeit, und von Dr. Joachim Galuska, dem Chefarzt der Heiligenfeldkliniken, ein Interview über Burnout, Bewusstsein und kosmische Intelligenz. Dann ein Bericht über Alleingeburt von Jobina Schenk. Und ein sehr, sehr erschreckender oder besorgniserregender Artikel über Transhumanismus von David Rotter. Also das hier die Inhaltsangabe. Ich werde das dann noch einblenden. Transhumanismus, das ist angeblich die nächste Evolutionsstufe der Menschheit, wo es um die Verschmelzung des Menschen mit der Technologie geht, also Cyborgs und technisch erweiterte Fähigkeiten des Menschen. Außerdem ein Bericht zum Daoismus, Wirken aus der Ewigkeit. Und abschließend Heft 57, passend zu Weihnachten so ein bisschen, die Erfahrung von Gott, also das ist das Novemberheft gewesen, 2013. Da geht es, wie der Name schon sagt, schwerpunktmäßig um die Erfahrung Gottes, die Gotteserfahrung. Ekstasen der Gottesliebe, also ein Bericht über die Frage, was ist denn Gottesliebe, wie erfährt man die, wie intensiv ist die, wie wird die in den Traditionen dargestellt, hängt sehr stark aufgehängt der Artikel jetzt an der Bhakti-Tradition, habe ich geschrieben, die indische Bhakti-Tradition, Bhakti heißt Gottesliebe. Dann haben wir nochmal die Fortsetzung zu dem Buch vom Eben Alexander, der diese Nahtoderfahrung erlebt hatte und er hatte auch Begegnungen mit Gott. Aber erstaunlicherweise, er sagt, er konnte diese unendliche Liebe wahrnehmen, aber nicht ganz eins mit ihm werden. Und an dem Punkt diskutieren wir da auch nochmal dieses Verhältnis von, bin ich jetzt eins mit Gott oder verschieden? Weil das sind so grundsätzliche Fragen in der Theologie. Und da gibt es eben Vertreter für die eine und für die andere Position. Wir haben auch einen Bericht von der transzendentalen Meditation nach Maharishi, auch von sehr, sehr wissenschaftlich gehalten, mit Forschungsergebnissen der Untersuchung, wie Meditation wirkt, also diese Art von Meditation. Wir haben weiterhin zum Bericht zu dem Thema Gotteserfahrung auch einen Bericht zu einer Nahtoderfahrung, ein persönlicher Erfahrungsbericht und dann weitergehende Artikel zusätzlich, also die jetzt nichts mit dem Schwerpunkt zu tun haben, haben wir einen Artikel aus dem Bereich Wirtschaft, das Paradigma der Fülle, Ecosynomics als neuer Ansatz der Kooperation, ein sehr spannender
alternativer Ansatz, der auf dem Paradigma der Fülle aufbaut. Dann haben wir einen Bericht zu der Frage, ob wir auf dem Weg zu einer neuen spirituellen Gesprächskultur sind. Und auch nochmal ein Artikel, ein Grundlagentext aus dem Bereich der Physik über Gravitation, Sisyphos gegen die Gravitation, entropische Gravitation im Universum wie im Wasser. Ich zeige euch mal das Inhaltsverzeichnis. So sieht es aus. Diese vier Hefte bekommt ihr also, das ist das Jahrgangspaket 2013 für 27 Euro. Einzelpreis wäre 36 Euro für alle vier Hefte als Print. Und im Digital, in der digitalen Version kostet auch 27 Euro. Da bekommt ihr alle vier Hefte als Komplettmagazin, als PDF und jeden Artikel einzeln. 35 Artikel, 376 Seiten, geballtes Wissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir sind auf dem Weg. Wir möchten zu einer spirituellen Bereicherung der Gesellschaft beitragen und wir möchten auch das Thema Wissenschaft mit der Spiritualität verbinden. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen, aber auch mit spirituellen Führern und wir schöpfen auch aus der eigenen Erfahrung. Und Tatva Viveka hat dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Wir vollenden bald das 21. Jahr und freuen uns auf viele weitere Ausgaben. Vielen Dank. तुझ जीवन कासे कटे जीवन कासे कटे तुझ जीवन कासे कटे रेन कटे मुश्किल से मोरी रेन कटे मुश्किल से मोरी गुजरे नाए दिन जीवन कासे कटे सजना